Füg Patrick zum SpongeBob-Game hinzu. Also musste ich erst noch das Haus von Patrick hinzufügen und diese kleine Straße, die zu dem Haus hinführt. Für den Bunker unter der Erde musste ich ein Loch in die Map reinmachen. Ja, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich habe dann ein Plugin installiert, mit dem man sowas machen kann. Dann konnte ich ein Loch in den Boden graben. Der erste Versuch war ein bisschen zu tief, aber cool, dass das funktioniert. Das war jetzt besser. Dort wohnt wie gesagt Patrick und macht erstmal gar nichts. Wenn man das Minigame startet, soll er aus dem Haus rauskommen und zu einem hinlaufen. Hat es erstmal nicht so gut geklappt. Neuer Versuch. Perfekt. Natürlich brauchte Patrick noch einen Quallenfänger, habe ich ihm also in die Hand gegeben. Da ist was schief gelaufen. Besser. Er sieht auf jeden Fall sehr motiviert aus. Mit einer künstlichen Intelligenz, die ich programmiert habe, sollte er jetzt die Quallen verfolgen und einfangen. Und das hat tatsächlich echt ziemlich gut geklappt, viel besser als ich eigentlich dachte. Ihr wollt auch eigene Spiele erstellen, ich bring's euch bei.